Und mein Vater ist dann 1945 ist er von Frankreich noch einmal Soldatenurlaub bekommen und wollte noch einmal nach Hause gehen. Und dann ist er nach Hause gefahren, im Zug natürlich. Und wir ankamen in Scharnekau am Bahnhof, da kamen dann schon die Russen und die an. Und dann war da praktisch die Front. Und der Zug lief ein im Bahnhof und die Front war gleichzeitig da und alles kämpfte gegenseitig und. Und dann die deutschen Soldaten, die angekommen sind, von Frankreich oder von wo auch immer, an dem Bahnhof, die sind gleich alle in Gefangenschaft gegangen. Kriegsgefangenschaft gegangen, ist gar nicht mehr nach Hause gekommen. Aber die erste Zeit in der Kriegsgefangenschaft hat es sehr schwer gehabt. Die wurden jeden Tag grün und blau geschlagen worden. Nee? Die ganze Wut. Ja, ja. Und mussten dann teilweise in den Kanälen der Straße, ja, wo die Gülle fließt, nee? Da war alles kaputt gebombt. Da mussten die Kanäle wieder ausmauern da. Mhm. Da standen die bis zum Bauchnabel den ganzen Tag in der Gülle. Mhm. Und dunkel und gestank und kalt. Und mussten dann da diese reparieren. Und da sagt mein Vater, da liefen die Ratten rum. Die waren wie kleine Kaninchen. So rasten die Ratten in den Kanälen hin und her. In Warschau. Ich war in Robertshof. Wir bekamen ja auch nur ein Zimmer, nicht? Ein größeres Zimmer hatten wir da. Und dann war meine Oma da im Zimmer, nicht? Die war ja sehr krank, mit den Füßen. Dann war meine Mutter da und meine Schwester und ich. Vier Leute. Aber die Oma hatte ein Einzelbett gehabt, weil die mit den Füßen nicht, ich konnte ja nicht irgendwo anstoßen, wenn ich kann. Meine Mutter lag in der Mitte im Bett. Und links und rechts war ein Bett, lag Helga und ich. Ja. Wir lagen alle in einem Bett, also immer. Und ein ganz starkes Erlebnis hatte ich, da bin ich dann nachts wach geworden, oder abends wach geworden. Meine Mutter schlief und die Helga schlief. Und mit einmal sah ich am Fußende des Bettes zwei Engel stehen. Ein kleiner und roter, aber richtige Engel. Und ich hatte so eine Angst gehabt, ich habe sie gezittert und geguckt und gemacht. Wie weiße Gestalten. Ich dachte immer, Engel wären so kleine Fliegen. Waren nicht die Männer, nicht? Oder ganz gestanden. Zwei Engel standen an unserem Bett da, bei der Helga und bei mir am Fußende. Boah, ich konnte meine Mutter nicht aufwecken. Ich war so gelähmt, war ich so. Aber die ganze Zeit war das, habe ich geguckt, als wenn der toten Geist oder in dem Fall Lebensgeist da an Bett steht. Und das, ich war ja auch schon 7 Jahre oder was, ne? War ja fasziniert, war das so. Ich war so perplex, war ich. Ich weiß nur, ein Engel war so ein großer und einer war ein bisschen klein, Kopf kleiner. Und dann waren die weg. Und dann die meine Mutter mit den ganzen Betten und eingepackt und dann Taschen und dann wir als kleine Kinder zu hinterher. Und war, wir haben so einen Besuch. Und einmal habe ich geguckt und da war weg in der Menge. Und die Helga auch. Habe keinen mehr gesehen. Nicht. Da haben wir am Bahnhof geschrien, ja, wie ein Irrer. Wir haben gebrüllt mit Leibeskräften. Mord! Werde ich nie vergessen im Augenblick. Ich dachte, du bist verloren jetzt. Ich habe geschrien, aber irgendwie hat mich doch meine Mutter dann wieder erwischt. Und dann habe ich natürlich mich da so sehr, sehr festgehalten. Dann war das Brot unter dem Kopfkissen. Wir hatten alle Strohsäcke. Nicht? Das ganze Lager war voller Strohsäcke. Und dann lagen die Leute alle da und dann Kopfkissen irgendwie noch. Und dann hatte jeder so ein Beutelchen Brot gehabt, was er aufgehoben hat oder Brotkruste oder irgendwie. Und dann haben wir das bereunet. Und dann mussten wir unseren Kopfkissen tun. Wollten sie das hin tun, nicht? Und die hatten ja, die Leute hatten ja Hunger. Schmeid bis dann. Die waren ja alle abgemagert wie die Skelette. Wenn ich hier spielen ging, wenn ich jetzt rausging oder Toilette ging oder spielen ging oder was gesucht habe, dann musste meine Schwester, die Helga, sich aufs Kopfkissen setzen und aufpassen aufs Brot. Nicht? Siehe da, meine Schwester war spielen und ich weiß nicht, was ich gemacht habe, ob ich abgelenkt war oder was. Und bin auch spielen gegangen oder laufen gegangen draußen. Jedenfalls, ich war da nicht da und habe mein großes Brot geklaut. Alles weg. Ja, weil ich viel nicht hatte. Naja, aber alles, was ich hatte. Pfund oder Kilo Brot oder was. Nicht? Und dann kam die Mutter von der Arbeit nach Hause. Ja, aber begeistert, ne? Naja, hat, aber ja, ich. Aber meine Mutter war immer sehr gut. Ne? Die hat uns nicht geschlagen oder so gemacht. Ne?
Und dann haben die Kochs gesagt, wenn mal alles zusammenbricht, ernst, und der Osten weggeht und so, Ostdeutschland weggeht, dann kommst du nach hier, mit deiner Familie, nach Langenfeld. Wie alt warst du dann, als du deinen Vater, war das erste Mal, dass du ihn dann gesehen hast? Ja, 10 Jahre war ich, ja. Wir haben für 6 Wochen Arbeit, haben wir 44 Mark gekriegt. Und für 44 Mark, da habe ich meine Winterjacke gekauft. Nee? Eine Kordjacke. Grün und schwarz abgesetzt. Sah sehr schick aus. Eine Kordjacke. Und die hat 42 gekostet. Und dann die anderen 2 Euro, die Mark damals, die durfte ich behalten als Taschengeld. Und das Essen bei uns zu Hause war immer nur, sonntags gab es einmal Fleisch. Nee? So, sonntags gab es dann Fleisch. Und dann bekam auch jeder so viel wie eine Streichholzschachtel. Nicht. Wurst gab es so gut wie auch gar nicht. Meistens hat die Mutter Marmelade eingekocht. Nicht. Hat dann Pflaumen eingekocht und Birnen eingekocht und Äpfel und alles Obst. Nicht. Wurde alles eingeweckt. Tiefkühltruhe gab es da keine. Kühlschrank gab es auch keinen. Ja, erstmal Fußball. Nicht. 1954. Nicht. 1954, dann war ich ja schon in der Kinderschule hier. Dann wurde Deutschland Weltmeister in Bern. Gesehen habe ich ein bisschen an dem hier im Jahnhaus. Das ist ja jetzt angebaut, das alte Jahnhaus. Da sind wir hingegangen mit den Jungs und haben uns ans Fenster gestellt. Da kamst du nicht rein. Das ist alles voll Leute. Und dann, wir reckten die Hälse und irgendwann hast du mal so ein Flimmern gesehen, nicht, aber mehr auch nicht. Nee? Und dann zu Hause hatten wir auch einen kleinen schwarzen Rundfunk, ja, einen Volksempfänger, so kleinen. Und da kam der Fußball ja auch dann durch. Nicht? Und dann wurde Deutschland Fußballweltmeister. Es war ja 9 Jahre am Krieg. Nicht? Ja. War ja alles, Deutschland lag ja wie unter einer Glocke. Nicht? Wir waren, und das war ja wirklich so, wir waren ja die Verbrecher der Welt. Die haben ja die ganze Welt in Unheil gestürzt, die Deutschen. Und jetzt war alle, jeder zeigt auf uns, konnte kommen nach Holland oder irgendwo hingehen. Nicht? Da haben sie mit Steine beschmissen, nicht? Oder so. Wir waren die Stimmen. Und dann nachher, jetzt wurde Deutschland Fußballweltmeister, da wurden alle gleich 3 cm größer. Nicht? Er wollte nur, dass ich nur arbeite, nicht? Das war sein ganzes Prinzip. Nur arbeiten, nicht? Und so. Aber wenn er viel gearbeitet hat, war alles gut, nicht? Aber sonst... Deswegen musstest du auch mit 14 schon von der Schule... Ja, mit 14 wurden ja jeder mit 14, 15 wurden jeder von der Schule entlassen, nicht? Du warst ja... Damals hast du jetzt ja nichts, weil alle arm waren, weißt du? Weil ich habe ja nicht irgendwie... gab Superreiche, gibt's immer nicht. Wohlhabende und so. Aber damals waren sie ja alle arm und... Und wie wir gebaut haben hier, unser Haus gebaut haben, da kamen die von der Ostlandsiedlung, nicht? Mit der Schippe und mit dem Spaten, ohne eingeladen, nicht? Kamen die unser Samstags da und dann haben die da mitgearbeitet. Nicht? So, haben die einfach geholfen, mitgearbeitet und dann gab es einen Haufen Brötchen mit Wurst, weiß ich, und dann noch 2 Kästen Bier dabei. Nicht? Und dann haben die da gepuckelt, haben hier dumme Witze gemacht, nicht? Und haben da gearbeitet. Nachbarschaftshilfe, ja. Also hier überall war ganz groß. Ganz, ganz groß. Wir haben ja gebaut ohne Strom. Wir hatten ja keinen Strom mehr. Damals haben wir keine elektrischen Strom. An der Baustelle noch nicht. Überall war hier elektrisch, aber an der Baustelle war noch keine elektrische. Und alles, was du hast, ob du gesägt hast, ob du gemischt hast, ob du irgendwas, alles mit der Hand. Alles mit der Hand hoch. Und die ganzen Steine und Dachziegel, alles mit der Hand hochgetragen. Und dann die eine Situation, wo ich da war, wo der Mann da neben mir saß, habe ich schon mal erzählt, nicht? Also in der ersten Versammlung war das, dann war ich noch gar nicht gläubig. In der ersten Versammlung war ich da und da saßen wir alle ganz eng so Holzbänke, nicht? Mit so Lehnen, so eine neben den anderen gequetscht und dann. Neben mir auch ein Mann und dann daneben wieder eine Frau und so. Und dann hat der Mann mein Fuß wird nicht heilen. Nicht? Ich habe dann von Kriegsverletzung, ist alles rot und immer wund und habe so eine Schmerzen. Und dann, dann werden aber,
Das heißt, war ja während dem Gottesdienst, nicht? Währenddem er predigte, wurden die Leute meistens gesund. Nicht? Hat ja nicht mit, also mit der Hand auflegen, hat er auch gemacht, aber währenddem er predigte, wurden die Leute in den Reihen gesund. Und dann hat dieser Mann uns gezeigt, nicht? Sein Bein in der Hut gezogen. Hast du gesehen, ja? Ja, sicher, alles rot und schlimm. Und währenddem er Zeitz predigte, da schüttelte sich dieser Mann, weiß nicht, wie es war, heiß wird sie. Und mir ist was geschehen. Wusste gar nicht was. Und dann zog aber dann seine Hose wieder hoch, dann bis aufs Knie und war ganz der Fuß gesund. Dann will ich mal fragen, hat eine Rheuma hier nicht? Ja, dann stand da in der Mitte, nicht weit von mir, stand eine Frau auf, die hat Rheuma gehabt. So, und dann sagte ich, bete das vorne mit dir, und dann ist dein Rheuma weg, sagt er nicht. So, hat er gebetet, und dann hat er gesagt, jetzt beweg dich, was sagt das und das und Knie und das und das, beweg dich hin und her, spürst du was? Nein, sagt sie, ich bin alles gesund, aber sie hat sich riesig gefreut. Manfred holt seine Freundin heute ab und alle, die ganze Jugend hat dann geguckt, Mensch, wer wird das wohl sein und nicht? Und gingen wir den Berg hoch. Und habe ich gesagt, weißt du, ich gehe jetzt mit deiner Freundin hoch und Steffi, du gehst mit dem Bernd oder wie hieß er, Bruno oder wie, du gehst dann hinterher. Und dann, das ist der Manfred, ja, die Rosi nicht, und aber war das gar nicht. Weil wir das. Haben wir erstmal in das Licht geführt. Nicht? Aber wie es in Olix damals einmal war, in Solingen-Olix, dann habe ich es auch mal mitgenommen im Auto, ein bisschen rumgefahren mit ihr. Und habe ich gedacht, hier ist unser Haus, sage ich, und da ist, wir sind am Anbau. Wir haben einen Anbau gemacht. Mhm. Aber nicht den letzten Anbau, davor den Anbau. Ja, ja. Wo jetzt das blaue Zimmer ist, da, nicht? Dadurch. Und dann habe ich gesagt, wenn du mal heiratest, sag ich, kannst du hier bei mir eine Wohnung haben. Nee. Naja, vielleicht der Umbruch bei der Firma da nicht. Als man hier zugemacht wurde, in Langfeld. Und dann mussten die meisten nur ja lassen, fast alle. Und ich bekam dann die Möglichkeit, nach Remscheid zu gehen. Nicht? Als sie Remscheid empfangen haben, der Langfeld hat der Platt gemacht, dann kommt der hier zu uns und wird uns hier zerstören und so nicht. Und dann haben schon so manche rauen Worte und Begegnungen da gehabt in Remscheid. Aber dann nachher war es. Umso herzlicher. Nicht? Konnte man erst nicht verstehen, aber später war die Gemeinschaft optimal. Garten interessiere mich. Sie sehen mich natürlich auch für Politik und für Dinge, die in der Welt geschehen. Mhm. Ereignisse, für Erfindungen. Nicht? Wir haben neue Pumpen entdeckt jetzt. Ich habe heute Morgen gleich im Fernsehen. Flügel, ideal auf mich, aus Aluminium. So Entwicklungen, so moderne Entwicklungen oder Erfindungen oder Autos, nicht? Das sehen wir ja auch immer. Über die Familie der Kinder bin ich sehr stolz. Sehr, sehr zufrieden und sehr stolz. Und noch sehr, sehr über die Enkelchen alle. Enkel ist eine Pracht, alle sechs. Und dann, das ist schon was ganz, ganz Großartiges. Und dass wir alle so eng zusammen wohnen, dass wir alle miteinander Frieden haben. Also es gibt ganz, ganz wenig Grund, mich zu ärgern. Ich würde vieles oder fast alles genauso machen, wenn ich noch einmal auf die Welt käme. Denk daran, das Leben ist kurz. Und setzt euch für den Frieden ein, damit es nie mehr Krieg gibt. Und hasst euch nicht untereinander, sondern werdet alle klargläubig an den Herrn Jesus und besucht eine gute Gemeinde
wo ihr mitwirken könnt und Gott dienen könnt.